Essen für mindestens 1200 hungrige Fraport-Mitarbeiter. Sascha Müller ist Chefkoch von einer der insgesamt 7 Kantinen am Frankfurter Flughafen. Kein Vergleich zu den Restaurants, wo der 45-Jährige vorher gearbeitet hat. Also normales Restaurant, ich sag mal, in einer normalen Auslastung 100 Gäste vielleicht. Bei uns sind es 1000 bis 1200 täglich. Bei uns ist wirklich täglich wechselndes Angebot. Also wir bieten 5 verschiedene Hauptgerichte an, angefangen über Pizza, Pasta und vegetarische Komponenten und dann nochmal 3 andere Gerichte. Denn gerade Pizza geht immer. Auf Bernd, kannst du mir ein bisschen helfen? Ich glaube, die Pizza wird ein bisschen knapp. Um Zeit zu sparen, wird der Teig von einer Walzmaschine in Form gebracht. 50 Pizzen werden schon mal auf Verdacht fertig gemacht. Die gehen bestimmt alle weg, sagt der Chefkoch. Außerdem achten Sascha Müller und Team auf saisonale Produkte, wie Spargel, der von einem Bauern aus der Region angeliefert wird. Die Stangen sind bereits geschält, weil dafür in der Kantinenküche keine Zeit bleibt. Die Frische der Produkte bleibt aber erhalten. Die kommen ja zum Beispiel aus Büttelborn, von einem Bauer. Der schält die auch für uns, weil wir haben einen täglichen Bedarf von ca. 100 bis 150 Kilo allein in diesem Restaurant an Kartoffeln und selber schälen ist ein bisschen schwierig bei der Menge dann. Ja. Jetzt haben wir hier einen Steamer, das ist ein Hochdruckofen. Der gart dann quasi auf Dampfbasis. Die 10 Kilo Kartoffeln, die wir reingeschoben haben, in 6 Minuten. Während im Verkaufsraum die Salatbar aufgebaut wird, brutzeln in der Küche die Schnitzel vor sich hin. Ein Mitarbeiter kümmert sich an dem Tag nur um die perfekte Garzeit. Denn trockenes Fleisch will keiner kauen. Gemosert wird dafür an anderer Stelle. Die meiste Anzahl der Beschwerden sind Portionsgrößen. Gut, wir arbeiten halt nach festgegebenen Kalkulationen. Und da wir für jeden Mitarbeiter für das gleiche Geld auch das gleiche Produkt auf den Teller bringen wollen, haben wir halt festgeschriebene Portionsgrößen. Und da der eine Mann mal weniger und der andere Dame mal ein bisschen mehr Hunger hat oder umgedreht, gibt es manchmal ein bisschen Probleme, aber ganz selten eigentlich. Der Hauptansturm Richtung Kantine dauert aber noch ein bisschen. Zeit für Sascha Müller, die Snackwagen zu beliefern. Denn nicht jeder Mitarbeiter mit hungrigem Magen hat Zeit, in die Kantine zu kommen. Wir haben ja einige Beschäftigte draußen auf dem Vorfeld, die zum Beispiel die Jungs, die Flugzeuge be- und entladen, die Jungs von den Reinigungsdiensten etc., die haben halt natürlich auch Hunger und die haben halt nicht die Möglichkeit, jetzt aus dem Sicherheitsbereich immer in irgendeine Kantine zu laufen. Und deswegen gibt es 2 Verkaufswagen. Die fahren morgens um 8 Uhr fahren die raus aufs Vorfeld, fahren dann verschiedene Stationen ab. Zurück in der Küche. Bevor die Hauptgerichte rausgehen, fehlt noch etwas Entscheidendes. Das richtige Sößchen. Keine Soße verlässt hier den Topf, bevor der Chef nicht sein Okay gibt. Hat er aber Bums, ne? Das sollen sie auch. Ah ja, gut so. Lass mal. Doch, sehr lecker. Nur zufrieden sein. Es ist 12.30 Uhr. Jetzt geht's rund. 1200 Mitarbeiter werden allein diese Kantine heute aufsuchen. Trotz Salat, Gemüse und Obst, deftige Gerichte stehen immer hoch im Kurs. Gut, Schnitzel, ich denke mal, ist so der Klassiker in allen Kantinen. Gyros ist sehr, sehr beliebt hier bei unserem Flughafen. Puten-Gyros. Und da laufen, ich glaube, bis 4.500 Portionen, wenn es auf dem Programm ist. Also nicht bei uns, sondern in allen Kantinen. Was hier mittlerweile so als Renner entfacht hat, Burritos, Wraps oder so. Dass alles rechtzeitig auf den Teller kommt, dafür sorgen 18 Kantinenmitarbeiter 365 Tage im Jahr. Ein Lieblingsgericht hat Sascha Müller übrigens nicht. Der 45-Jährige war jahrelang in der Küche von 5-Sterne-Hotels und in Frankfurter Szene-Restaurants unterwegs. Seit 5 Jahren arbeitet er jetzt am Frankfurter Flughafen. Es sind geregeltere Arbeitszeiten wie in der freien Gastronomie und da die Tochter und die Frau halt auch ein bisschen Zeit benötigen, war das für mich letztendlich der Entschluss gewesen, in die Großverpflegung reinzugehen.
und damit für die nächsten Gäste genügend Geschirr da ist, wird im Akkord gereinigt. Grobe Essensreste kommen direkt in die Tonne, dann geht's in die Spülmaschine. Genau 5 Minuten dauert es, bis die Teller wieder strahlen und die Tabletts sauber sind. Für Sascha Müller ist jetzt Feierabend. Die Gäste sind satt, jetzt kümmert sich der Chef um sein eigenes leibliches Wohl. So, ist geschafft für heute. 8 Stunden sind rum mit dem Kochen. Jetzt geht es zu Hause weiter. Mal gucken, was ich zu Hause koche. Aber das kriegt er nicht mehr mit. Schönen Abend noch. Ciao.